Also taktische Kriegsführung ist, glaube ich, nicht meins. Herzlich willkommen zurück zur Steam-Spiele-Vorschau. Heute mit Millennia. Wir starten ein neues Spiel mit einem Quickstart. Startbonus. Random, keine Ahnung. Nation. Ist eigentlich auch egal, random. Und Difficulty machen wir Mitte. Das sah im Vorschaubild sehr interessant aus. Mal gucken, was das wirklich ist. Willkommen! So. Also, den Next Button. Okay. Da oben kann man was anschauen. Da ist ein Buch. Ich mag das aber alles, wenn ich mir das selber ein bisschen rausfinde. Also. Wir haben hier quasi so ein kleines Dorf, so sehe ich das jetzt, mit ein paar Tierchen. Das ist schön. Und wir können jetzt hier was erforschen. Was wollen wir denn erforschen? Defense ist eigentlich wichtig, ne? Defense. Und Farming. Ach so. Kann ich das ausbilden? Research 3 of 5 Techno to unlock the next age. Dann habe ich jetzt das ausgewählt. Da wird er bestimmt das als erstes machen. Dann soll ich in das Büchlein reingucken. Das sind meine Einheiten, die man anscheinend ausbilden kann. Oh, jetzt habe ich wollte nur draufklicken. Okay, na, dann bauen wir noch ein paar. Ah, ich kann nur eins gleichzeitig. Das kommt mir so ein bisschen vor wie Travian, was ich jetzt erst gespielt habe. Hier kann ich meine Arbeiter verplanen. Habe ich noch ein paar Workers? Nee. Aber ich baue jetzt trotzdem die Palisade. Das abbrechen. Wo läuft denn die Zeit? Die einzelnen Felder. Hier guck, hier habe ich Truppen. Kann ich mit denen erkunden gehen? Nee. So weit laufen ist anscheinend auch noch nicht. Können die nicht mal zurück? Hier sind die. Okay, mit denen kann ich auch nicht weiterlaufen. Interessant. Das ist ein Wald. Den kann man abbauen. Das sind Gräser. Ach, hier sind meine zwei Armeen. Das ist die erste Armee und das ist die zweite Armee. Ah, okay, jetzt wird's langsam. Hier baue ich jetzt gerade die Palisade. Wo sehe ich die Zeit? Weil das braucht ja 10 Zeit irgendwie. Entert. Ach so, das ist ja... Das ist rundenbasiert. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, ja gut, hat kurz gedauert, aber irgendwann kapiert man's immer. So, some locations on the map contain special goods. Okay, wenn kurz. Okay. Special goods ist zum Beispiel hier die Steine. Aber wie kann ich die abbauen? Jetzt könnte ich nochmal Truppen bewegen. Ah, hier ist Weizen, ist gut. Ah, haben wir unter Weizen gefunden. Und das braucht jetzt hier noch 9 Perioden, bis die Dings fertig gebaut ist. Ich habe 0 Workers. Wie kriege ich denn neue Workers? Ach doch, ich hatte einen Worker, der war hier gewesen. Der war hier, alles klar, hier hatte ich einen. Was ist das denn? Hier könnte man neues siedeln, okay, haben wir auch verstanden. Von dem Research, das läuft über 5 Dinger. Aber da wäre vielleicht schlauer gewesen, ein paar Workers zu erforschen, ne? Ja, jetzt haben wir hier schon angefangen. So ein Kultur, Great Town können wir auch noch nichts machen. Das haben wir eingestellt.
So, ne? Endturm. Landmarks. Landmarks, okay. Da muss ich einen Scout hin. Ich habe noch. Nein. Oh, nee. War aus Versehen. Sehe ich das richtig? War da jemand? Nee, war nicht. Aber hier. Hier ist ein Tribal-Camp. So, haben wir das schon mal erforscht? Also hier kommen wir anscheinend ohne drüber, weil hier überall die Berge sind. Ich weiß bloß noch nicht, was ich jetzt hier mit diesen Steinen machen soll. Wir enden mal den Turn. Gucken, ob wir das Dorf angreifen können. Genau, Tribal Government. Ah, jetzt hier, guck mal. Increase food production in your homeland. Raise Tribal Army. Create a warband in your selected capital. Ne, wir tun mal hier mehr Essen machen. Kann ich mit euch jetzt hier rein? Oh ja, okay, anscheinend. The village is built around a large stone wall. Study the unknown language. Study the teaching of the villagers. Nehmen wir, study mal die unknown language. So, das war ein verlassenes Dorf anscheinend. Okay. So, mit den beiden gehen wir mal. Da können wir kämpfen dann. Das machen wir. Da hab ich richtig Bock drauf. Next. Ah. Choose Technology. So. Dann tun wir mal Farming als nächstes. Nee, Workers. Wir brauchen mehr Workers. Wo kam denn jetzt eigentlich das? Das ist ja noch her. Oha. The one fight. You have unlocked second domains. Okay. Barbarians. Barbarians read the world. Okay. Also, wir müssen die Barbarien, ne? Kulturpower. Okay, ja. Keine Ahnung von den Scheiße. Attack the Barbarians. Muss ich irgendwas machen? Ach so. Ja, schieß. Und anscheinend ist einer übrig geblieben. Kann man nochmal angreifen. Das war easy jetzt. Und schon steht keiner mehr. So. Dann wandern wir mit denen hier unten um ein Stückchen weiter. Ah ja. Jawohl. Cross 16 Improvement Points. Okay, die haben wir anscheinend noch nicht. Unsere Mauer ist auch noch nicht fertig gebaut. Workers haben wir wahrscheinlich erst im nächsten Schritt. Können wir auch noch nichts machen. Ultra Create Town. Use Culture Power. So, ich kann hier. Das habe ich hier gegründet, weil das liegt relativ nah dran. Das war so die Idee an der ganzen Sache.
Ob das jetzt richtig ist, keine Ahnung. Oh, ja. Heiß. So, wir wachsen weiter. Okay, das bringt anscheinend nichts. Oha. Ich weiß nicht, ob das gut war. Hey, man macht die Tür mal auf und zu. Das ist frech. Hört auf, die Tür auf und zu zu machen. Da müssen wir dann am besten die nächste Armee mit dazu schicken. Ach, ich bin ja auch noch dort drin. Na gut. Basic Combat. Select in Armies. Ja, wir haben es kapiert, was wir machen müssen. Angriff! Angriff ist die beste Medizin. Ja, wobei, weiß ich doch nicht, ob das so die beste Medizin ist. Na. Hier ist was Neues verfügbar. Race Tribal Army. Da haben wir keine Punkte. Das wird noch erforscht. Unsere Palisade auch. Gut. Weiter geht's. Und das. Ach so. 8250 bevor Christus, oder? Ah, guck jetzt die beiden Armeen zusammen. Angriff. Dann halt nicht. Ah, jetzt habe ich eine Hunting Camp erstellt. Mit diesen komischen. Ah, okay, verstehe. Also manche Sachen verstehe ich doch noch nicht. Ich bin aber so einer, der klickt einfach überall hin. Ey, guck mal, kann ich zurück machen, wenn ich will. Ja, ich möchte das destroyen. Ah, rechts liegt nur, okay. Und los geht's. Oh! Bogenschütze sind gut. Die tun weh. Oh, die sind gut. Die kriegen wir noch down. Das sehe ich noch kein Problem an der Stelle. Das weiß ich noch nicht, ob das so schlau war. Ich glaube, das war nicht so schlau. Die sind voll viele. Nee. Das war nicht die cleverste Idee. Also taktische Kriegsführung ist, glaube ich, nicht meins. Definitiv nicht.
Ja, haben wir ein Problem weniger. Ungünstig. Oh Gott, was ist denn jetzt hier passiert? Ja, die waren fast down. Ich will die jetzt down kriegen. Was ist, ob die sie sehen? Au! War easy. Truppen sind down. Was ist denn mehr? Was wünscht man sich mehr? Choose Technologies. Wir machen... Was macht das hier? Total Research Cost 11. Unlocks... Das ist Farming? Scout? Wir machen mal Farming. Und jetzt haben wir mehr Workers. Die Workers können wir doch theoretisch... auch hier einstellen, oder? Achso, ja, nee, anscheinend nicht. Wie kann ich hier neue Truppen... Ah, nee, neue Truppen kann ich dann hier ausbilden, ne? Oh, ich habe jetzt erstmal die Palisade. Ne? Okay, die Palisade ist ja gleich fertig. Die müsste jetzt im nächsten Abschnitt fertig werden. Oh nein. Die wollen zu. Ah. Vielleicht wollte ich das aber nicht so. So, guck mal, das ist jetzt fertig. Jetzt können wir hier... Ich finde die Bogenschützen sehr praktisch, um ehrlich zu sein. Ich würde bloß gerne halt mehr Sachen gleichzeitig ausbilden können, weil irgendwie ist mir eine Sache halt zu wenig. Dolmen. Lepp liegt da oben Bildhelfer vor die Region. Könnte ich hier ein Playpit aufmachen. Hab ich jetzt gemacht. Okay. Ja, end turn. Jetzt habe ich neues Government. Jetzt habe ich eine neue Armee. Sehr gut. Du weißt halt nicht mehr, was irgendwo anders passiert. Das ist halt das Problem in der ganzen Sache, ne? Die zwei sind jetzt verbündet, die gehören jetzt zusammen ab sofort. Gut, hier geht nichts weiter. Ah, use culture power. Create town. Ja, wir create nur noch einen town. Ist das jetzt weg?
Invalid cannot target unbelievable to talk. Right click to cancel. Warum kann ich hier nicht weiter gründen? Und jetzt habe ich was gemacht. So. Oh. Da ist also anscheinend ein Angriff. Dann wollen wir direkt mal starten. Die Bogenschützen finde ich gut. Ja, die haben jetzt gar nicht so schlecht gearbeitet. Ja, fand in Ordnung. So, aber das ist ja nur eine Demo. Wir haben es jetzt 20 Minuten gespielt. Ich möchte es an der Stelle gar nicht weiter finden. Ich finde es sehr interessant. Ich muss mich halt so ein Spiel gewöhnen, weil ich sowas nicht so oft spiele. Aber ich denke mal, das kann was Gutes sein. Hier für Steam-Spielefest. Wie gefällt euch das Spiel? Vielleicht habt ihr besser was verstanden. Vielleicht ist es einfach mein Problem, dass ich mir nichts durchlese. Man weiß es nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen.